Ja, servus. Auf geht's in ein neues Video. Ich war am Wochenende leicht unterwegs und bin mit dem Gerät ein bisschen durch den Sand geprescht, wie man sieht. Und ja, lange nicht mehr durch den tiefen Sand gefahren, dabei natürlich gleich auf die Seite gefallen. Ist nicht dramatisch, aber ich wollte euch mitnehmen und ein paar Sachen hier an dem Ding wieder schrauben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. Ja, wie eben schon erwähnt, ich war im tiefen Sand unterwegs mit dem schweren Gerät. Und wenn irgendwie tiefer Sand, schweres Motorrad, Kurve fahren zusammenkommt, dann kann es passieren, dass du schon mal weggesackt, auch wenn man relativ viel Erfahrung hat. Aber hat sich die Gabel ein bisschen verwunden, was jetzt nicht so dramatisch ist. Das passiert bei vielen Enduros mal. Entweder ist der Lenker krumm oder halt die Gabel hat sich quasi ein bisschen minimal verwunden. Und da wollte ich mitnehmen, wie das geht. Eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ja, prinzipiell hat sich da einfach nur was verspannt. Im Großen und Ganzen ist es ganz oft nicht schwer. Deswegen auch immer wichtig, wenn ihr die Gabeln hier bzw. die Klemmen festzieht, dann immer mit Drehmoment oder wenigstens so wie ich jetzt, ich fahre das Ding ja jetzt schon gefühlt 30 Jahre, 20 sind es glaube ich wirklich. Dann hat man das irgendwann im Griff, wenn man das 400. Mal löst und wieder festzieht. Ja, der Lenker war so ganz leicht krumm. Nicht wirklich viel, also wenn man gerade ausgefahren ist, dann stand der so 4 cm krumm. Jetzt habe ich hier oben den oberen Bereich der Klemmung aufgemacht. Und also von den Gabelbrücken, die untere bleibt fest, die obere geht auf. Und die beiden haben halt quasi eine ganz einfache Lösung meines Problems jetzt, und zwar hat sich die Gabel halt minimal verdreht und das kann halt eben mal passieren. Dann nimmt man die Gabel, löst die beiden oberen Holme und dann bewegt man halt hier mit der Bremse die ein paar Mal in die Federung, also so zwei, dreimal durchbewegen und dann merkt man schon, dass sich da unten was getan hat und schwupps ist der Reifen wieder gerade. Ja, kein Hexenwerk. Jetzt könnte man böse sagen, naja, wenn man das fester zieht, dann passiert das gar nicht erst. Nee, falscher Ansatz. Wenn man das fester zieht, dann passiert das nämlich ganz blöd, weil dann bleibt die Gabel tatsächlich im schlimmsten Fall richtig gerade. Aber dann verbiegen sich wirklich im schlimmsten Falle die Gabelholme oder der Lenker. Und so habt ihr immer noch die Möglichkeit, einfach so eine gewollte Verdrehungsposition zu haben. Und dann ist das alles nicht so tragisch, ne? So, das war's eigentlich schon. Ganz einfache Sache, wie gesagt. Und jetzt ist alles wieder gerade. Bei der hier ist es relativ einfach, wenn man hier unten durchgucken kann. Durch diesen dicken Tank kann man da unten durchgucken und sieht hier den vorderen Teil des Rahmens. Und da sehe ich auch, das Vorderrad ist gerade und der Lenker jetzt auch wieder. Also alles schick. So, was mir noch aufgefallen ist, ich mache jetzt nicht immer die perfekte Wartung leider an dem Gerät. Die springt ein bisschen blöd an, wenn sie warm ist. Und die hat jetzt seit, ja, ein, zwei Fahrten irgendwie nicht mehr so einen ganz so tollen Leerlauf. Also gucken wir mal kurz in die Zündkerzen rein. Ich habe ein paar neue dabei. Sehr wahrscheinlich sind die halt einfach ausgemustert, ne? Und dann wird Zeit, dass die neue reinkommen. So, bei der BIC kommt man eigentlich ganz gut ran, auch ohne dass man den Tank abbaut. Aber man sollte das schon zwei, dreimal gemacht haben, weil sonst weiß man nicht, wo man hingreifen muss. Sondern die BIC ist zwar ein Einzylinder, aber hat zwei Zündkerzen. Und das ist auch gut so. Das ist immer wichtig, dass ihr die vorher einmal auspustet. Gerade wenn ihr jetzt nicht wisst, wie das eigentlich da drin aussieht. Und ich bin ja vorher auch im Gelände gefahren, also ist die Chance ultra hoch, dass da Sand drin ist. Und das gehört definitiv nicht in den Motor rein.
Also einmal auspusten. So, und dann einmal öffnen und raus das Teil. Der Baum hat die zwei Zündkerzen, die hat nicht nur zwei Zündkerzen, die hat auch zwei Vergaser und ist trotzdem nur ein Einzylinder. Aber wie gesagt, das Ding hat halt wirklich einen irre großen Hubraum für den einen Zylinder, hat halt über 750 Kubik. Also die ersten, so wie die, hat 722 und die anderen späteren Baujahr sind dann tatsächlich so über 750 gekommen. Und das ist halt für einen Zylinder wirklich schon ordentliches Brett. Und da wird die Auswahl der Vergaser schon relativ dünn, die das Ganze befeuern. Und man hat damals gesagt, oder Suzuki hat damals gesagt, wir nehmen einfach zwei kleine Vergaser und bauen die parallel sozusagen. Und damit befeuern wir diesen großen Zylinder. Ja, und deswegen jeder Suzuki-Händler, der euch die beiden Vergaser anfangen will, hier zu synchronisieren, ist ein Halsabschneider und hat keine Ahnung. Weil so ein Motor, der wird nicht synchronisiert, weil was soll der synchronisieren, geht nur in einen Zylinder rein, da braucht man die beiden Vergaser nicht synchronisieren. So, Nummer 1 sieht eigentlich ganz gut aus, sogar so ganz leicht zu mager, weil das Kerzenbild ist eher ein bisschen zu weiß. Ich zeige euch doch mal. Cool. Ja, das eine war die neue, das andere ist hier so eine Iridium Super Duper Power Kerze. Die ist eigentlich noch nicht kaputt, aber irgendwie gefällt die mir auch nicht, weil ich habe den Eindruck, dass sie nicht gut zündet. Liegt vielleicht auch daran, dass meine Zündspulen ja auch schon etliche Jahre auf dem Buckel haben und auch die ganzen Verbindungen da drin und sowas und vielleicht haben die auch nicht mehr so die volle Leistung an Kraft. Und da empfiehlt sich eher, eine ganz normale Zündkerze einzubauen, als so eine Iridium Super Duper Power, weil wenn dahinter nicht mehr ganz so viel Kraft steht, dann kann es sein, dass eine normale Zündkerze viel besser performt und einen viel besseren Zündfunken bringt. Und gerade wenn man ein bisschen Spannungsprobleme hat im Startbereich, also ich sag mal, wenn der Einzylinder hier angeschmissen wird, dann kann man selbst eine richtig gute Batterie haben und die wird dann runtergehen so auf 10 Volt, weil der Starter frisst hier halt ordentlich Kraft runter. Und dann kann es sein, dass vielleicht die Zündanlage dabei ein bisschen leidet. So, einmal drauf. Dann mal. So, Nummer 1 ist fertig. Ganz geile Sache, wenn ihr an Vergaser arbeiten wollt, gibt es hier so ein Werkzeug und das ist ein Schraubendreher, da dreht sich dann vorne die Spitze. Mega geile Sache, gibt es verschiedene Aufsätze drauf und da drin ist so ein kleines Getriebe und der ist eigentlich hauptsächlich wirklich speziell entwickelt für Vergaser.
und nennt sich Winkelschraubenzieher oder Winkelschraubendreher. Und damit kommt man hier astrein in den Bereich, wenn man hier mal das Gemisch wieder das 800. Mal anpassen muss, weil die Motoren einfach dazu neigen, halt, dass die ja, Sommer, Winter, Frühjahr, Schlussverkauf immer wieder ein anderes Gemisch haben. So, einmal Grundeinstellung und ab geht die Luzi. So, Zündkerzen drin. Jetzt gehe ich nochmal auf die Suche von diesen Sturzbügeln. Ja, keine Ahnung, wo die sind, aber wer Ordnung hält, ist mir zu faul zum Suchen. Aber ja, ich gehe mal davon aus, wir werden da nochmal ein eigenes Video drüber machen, weil auf die Schnelle habe ich es jetzt nicht gefunden. Keine Ahnung, wo die Dinger jetzt wieder sind. Ist auch egal, weil wie gesagt, wir schrauben die schon noch zusammen an. Jetzt geht es erstmal raus in die Prärie und ein bisschen rumbrettern mit dem Gerät. Und das werden jetzt auch die nächsten Videos sein, mal mit so einem Adventure-Bike quasi ins Gelände und ein bisschen Körperhaltung und so eine Geschichten. Wie kommt man gut mit einer Enduro zurecht? Das werden die nächsten Videos auf jeden Fall werden. Und wenn ich die Sturzbügel noch finde, dann bauen wir die auch noch zusammen an. So, jetzt erstmal raus und dann, wir sehen uns. Schon was Geiles und durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Drehmoment. Ich quäle mich hier immer ein bisschen durch die Pampa und wenn ihr Bock habt, sowas öfter mal zu sehen, nochmal im Herbst und Winter und Frühling vielleicht von so einer schweren Enduro quasi, dann ja, macht man einen Daumen hoch, weil ich hatte eigentlich geplant, nochmal auch durch so eine Enduro-Parks mit dem Eimer zu brettern. Ja, und jetzt geht es nochmal eine ganz große Runde, einmal ein bisschen über Land und die Vergaser habe ich zwischendurch nachjustiert, aber ich mache das nochmal mit euch zusammen, damit man so eine Grundeinstellung mal machen kann und damit man verstehen kann, wie ja, so ein Vergaser im Leerlaufgemisch einfach angepasst wird, mal so easy going quasi. Ja, dann genießt noch die Fahrt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Bis dahin, macht's hübsch, ciao!